Die Melodie der deutschen Nationalhymne komponierte Josef Haydn 1797. Nach Wien zurückgekehrt, erzählte er seinem Freund und Gönner, dem Baron van Swieten, von seiner zweiten Englandreise. Wir haben sie lange entbehren müssen. Die Briten haben einen lieblichen Nationalgesang, womit sie ihrem Herrscher öffentlich ihre Liebe, Verehrung und Anhänglichkeit zollen. Das Lied heißt God Save the King. Gott segne den König. Sehr schöne Melodie. Und da kam mir der Gedanke, warum haben wir eigentlich kein solches Lied? Keine Lobpreisung auf unseren Kaiser. Mein Gott, Haydn, welch eine Idee. In wenigen Wochen ist des Kaisers Geburtstag. Das wäre ein Geschenk. Und diese englische Melodie ist wunderschön. Sie ist einfach. Gleichzeitig ist sie aber auch sehr feierlich. Auch bei uns gibt es schöne Melodien. Ganz hübsch. Das ist doch aber ein Volkslied. Ein Tanz oder ähnliches. Ein kroatisches Lied. Ein kleines Liebeslied. Und das hier habe ich bei meinem Bruder Michael gefunden. Es ist ein Kirchenlied. So etwa müssten Sie die Komposition schreiben, lieber Freund. Eine einfache Melodie, die feierlich klingt. Haydn erhielt den Auftrag für die Komposition. Den Text dichtete Lorenz Leopold Haschka. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Gott erhalte. Das Kaiserlied wurde 1797 zum 29. Geburtstag von Franz II., dem letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, im Wiener Burgtheater uraufgeführt. Die Melodie verbreitete sich rasch und wurde mit wechselnden Texten immer wieder gesungen. Einzelne Elemente der Melodie hatten schon länger in der Luft gelegen. Das Anfangsmotiv war 70 Jahre früher in einem Rondo von Georg Philipp Telemann zu hören. Josef Haydn selbst hatte das Motiv bereits in seinem Trompetenkonzert Es-Dur verwendet. Haydns Freund Wolfgang Amadeus Mozart hatte viele Jahre zuvor ein ähnliches Schlussmotiv geschrieben. Die ganze Melodie des Kaiserlieds variierte Josef Haydn in seinem Streichquartett C-Dur, dem Kaiserquartett. Einige Jahrzehnte später nahm das Schicksal von Josef Haydns Melodie eine neue, eine politische Wendung.
Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Gebiete, in denen Deutsch gesprochen wurde, lose im Deutschen Bund vereint. Es waren 39 Einzelstaaten. Preußen, Österreich, Bayern, Württemberg, Baden, Sachsen, Hannover, Mecklenburg und so weiter. Sie wurden von Fürsten regiert und waren durch Zollgrenzen getrennt. Was ist des deutschen Vaterland? Ist's Preußenland? Ist's Schwabenland? Bürgerliche Patrioten setzten sich für eine Abschaffung der Kleinstaaten ein und strebten ein einheitliches Deutschland an. Oh nein, 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 sein Vaterland muss größer sein, sein Vaterland. Es war gefährlich, in dieser Zeit Lieder wie dieses zu singen, die die Abschaffung der Kleinstaaten und ein einiges Deutschland forderten. Polizei? Die Polizei? Na dann erst recht. Singen wir es lauter, damit sie unsere Meinung hört. Ja, jetzt erst richtig. Was ist des deutschen Vaterland? So nenne endlich mir das Land. Soweit die deutsche Zunge klingt und Gott im Himmel Lieder singt. Das soll es sein. Das soll es sein, das wackre Deutsch an Ende dein, das nenne dein. Die Patrioten forderten aber auch eine Mitwirkung des Volkes an der Regierung. Ein demokratisches Deutschland hätte das Ende der Macht der vielen Fürsten bedeutet. Darum wurden die Patrioten bespitzelt, ihre Versammlungen verboten, ihre Bücher und Zeitungen zensiert. Studentenführer, Journalisten und Dichter wurden verhaftet. Je strenger die Verbote wurden, desto glühender verlangten die Patrioten nach Recht und Freiheit. Überall gab es Proteste und Demonstrationen, die schließlich 1848 zur Revolution führten. Das Symbol für Recht und Freiheit war die schwarz-rot-goldene Fahne. In dieser Situation schrieb Heinrich Hoffmann von Fallersleben einen neuen Text auf die Melodie der ehemaligen Kaiserhymne. Er war Professor an der Universität Breslau und hielt sich 1841 auf der Insel Helgoland auf, die damals unter britischer Hoheit stand. Er dichtete Wanderlieder, Kinderlieder und, als überzeugter Demokrat, politische Lieder. Sein Hamburger Verleger Julius Campe besuchte ihn. Und warum nennst du sie unpolitische Lieder? Wenn ich sage, was sie sind, nämlich politische Lieder, dann werden sie doch sofort verboten. Nenne ich sie aber unpolitische Lieder, dann lesen die Zensoren sie vielleicht gar nicht erst, weil sie denken, es sei langweilig. Und sie werden nicht verboten. Wenn du wüsstest, wie mich das alles bedrückt. Zensur, Verbote von Büchern, Bespitzelung. Und dass du hier im Helgoland sitzen musst. Man wird dich noch von der Universität jagen, wenn du so weitermachst. Und ich werde so weitermachen. Wir stehen für eine gute Sache. Was für ein Wahnsinn. 39 Staaten auf deutschem Boden und in 39 Staaten sprechen die Menschen die gleiche Sprache, nämlich Deutsch. Ist es denn ein Verbrechen, dafür einzutreten, dass es ein Deutschland gibt? Ein Staat für alle, die die deutsche Sprache sprechen? Zum Teufel mit der ganzen Kleinstaaterei. Wir lieben unser Land über alles. Wir wollen ein Land, in dem alle Deutschen in Freiheit und Frieden zusammenleben können. Das Lied der Deutschen fordert in seiner dritten Strophe die Grundrechte der Demokratie ein. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Sein politisches Engagement kostete Hoffmann von Fallersleben die Stellung an der Universität. Er wurde beobachtet, musste Verhöre und Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen, zog von Ort zu Ort.